Tolle Weine. Die Brüder haben sich wirklich große Mühe gemacht, tolle Weine auszusuchen. Wir haben große Verkostung auch in Österreich gemacht und ich denke, wir haben ein tolles Portfolio gefunden, quer durch Österreich, was dann auch zu der Auswahl der erlesenen Speisen hier sehr gut passt. Der Fokus ist natürlich auf die steirischen Weine hier, zum Steirer passen, und das Weingut Polz hat sicher auch hervorragende Weine hierzu, und wir werden sicher auch einen Winzersekt hier aussuchen, und ansonsten haben wir eine tolle Auswahl quer durch Österreich, aber schon mit dem Fokus auf die Steiermark. Natürlich ist es eine besondere Herausforderung, gerade für einen Nachbar, für den Steirer, wo wir ja alle schon sehr gespannt sind, wie er wird und wie er ausschauen wird, die perfekte Kleidung dazu zu kreieren. Und wir haben uns unglaublich viel Mühe gegeben, Gedanken gemacht, dass wir so im Servicepersonal so bequem wie möglich die ganze Sache gestaltet und natürlich fürs Optische auch sehr klassisch bleibt, aber trotzdem jung und pfiffig. Wir sind natürlich im Naturbereich geblieben, weil das ist ja das Grundkonzept des Steirers. Sehr viel Grüntöne, Pastelltöne kombiniert. Wir machen sehr viel Cross-Mode und so. Also das ist wirklich eine wunderschöne Sache. Die Herren haben tolle Wollwesten an mit Streifenmuster. Das ist eine ganz alte Vorlage, die wir wieder rausgekramt haben aus alten Farbbüchern. Und da können wir eigentlich schon ganz stolz drauf sein. Ich freue mich auf meine neue Herausforderung am Viktualienmarkt im neuen gestalteten Restaurant bei Hochreiters Steirer am Viktualienmarkt in München. Wir machen hier eine steirische internationale Küche. Sie können sich freuen auf einen frischen Tafelspitz, auf einen Backhändel und Kaspressknödel serviert mit Blattsalat und frischem steirischen Kürbiskernöl. Herzlich willkommen, wir freuen uns auf Sie. Aber ein bisschen dauert es noch.